Hallo, wir sind Alfred und Simone. Kennengelernt haben wir uns im Jahr 2004 und seit 2011 sind wir verheiratet. Unser Havaneser-Mädchen Lola ist im Dezember 2019 bei uns eingezogen und bereichert seitdem unser Leben. Unser neues Familienmitglied war auch der Grund, warum wir uns Gedanken über unsere zukünftige Urlaubsplanung machten. Bis dato waren wir jährlich mit dem Flugzeug Richtung Süden unterwegs. Als Alternative zu einer Flugreise kamen wir auf die Idee, stattdessen mit einem Wohnmobil zu verreisen. Im Juni 2021 war es dann soweit und wir fuhren das erste Mal mit einem gemieteten Forster Richtung Ostsee. Dies war der Beginn einer großen Leidenschaft, denn was kann es Schöneres geben als ein mobiler Wohnort, mit dem man sich an jeden Ort der Welt begeben kann, ohne je wirklich das Zuhause zu verlassen? Nach zwei weiteren Reisen in Mietmobilen stand unser Entschluss fest. Ein eigenes Wohnmobil muss her. Also begaben wir uns auf die Suche und fanden auf einer Online-Plattform ein interessantes Angebot. Am 8. August 2022 konnten wir das Wohnmobil im Autohaus besichtigen und wir waren direkt verliebt. Ziemlich schnell wurde der Kaufvertrag unterschrieben. Knapp einen Monat nach Vertragsunterzeichnung, am 2. September, war es dann soweit und wir konnten unseren Hupsi abholen. Seitdem sind wir unterwegs, wann immer es unsere Zeit erlaubt. Wir haben bereits viel erlebt, tolle Orte besucht und konnten eine Menge schöner Erinnerungen sammeln. Dafür sind wir sehr dankbar und hoffen noch auf viele schöne Reisen mit unserem Hupsi. Wir lassen euch gerne an unseren vergangenen und zukünftigen Reisen teilnehmen. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert doch unseren Kanal und folgt uns auch auf Instagram.